Angesichts steigender Energiepreise muss Deutschland aus Sicht von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck unabhängiger von Rohstoffimporten werden. Dafür müssten die erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne schneller ausgebaut werden, sagte Habeck im Bundestag. Er rief alle Parteien auf, auf dem Weg zur Energiewende zusammenzuarbeiten. Die Union kritisierte, Habeck berücksichtige die Belange der Unternehmen zu wenig. Die Linke forderte stärkere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Robert Habeck will den Turbo einlegen beim Ausbau erneuerbarer Energien. Mehr Wasserstoff, mehr Wärmepumpen, mehr Windräder. 80% Ökostromanteil 2030 lautet das Ziel. Planung und Genehmigung von Windrädern sollen schneller werden. Die durchschnittliche Genehmigungszeit für eine Windkraftanlage in Deutschland beträgt 6 bis 8 Jahre. Da muss man jetzt nicht besonders helle sein oder in Mathematik in der Schule aufgepasst haben, um zu merken, dass das nicht funktionieren kann. Die AfD hält wenig von Windrädern. Überhaupt werde Habecks Politik zu steigenden Energiepreisen führen. Dabei seien die jetzt schon zu hoch für viele Unternehmen. Sie fahren ihre Produktion runter, wie jetzt zum Beispiel die Glashütte in Freital. Dort übersteigen die Energiekosten den Umsatz, muss man sich mal vorstellen. Der Geschäftsführer sagt, die Politik kann sich sämtliche Corona-Hilfen sparen, wenn sie bei den Energiepreisen keine Lösung findet. Die Linke befürchtet, dass steigende Preise für Strom und Benzin zu Angst vor der Energiewende führen. Habeck müsse eingreifen. Die geplante Erhöhung des Mindestlohns reiche nicht. Sie wollten den Mindestlohn schon erhöhen, da gab es noch gar keine Energiepreisexplosion. Deshalb brauchen Sie zusätzliche Maßnahmen, dass jetzt die Bürger an dieser Frage entlastet werden. Und zwar sofort. Auch die Union fordert Entlastung für Bürger und Unternehmen. Und sie kritisiert, Minister Habeck verliere vor lauter Klimapolitik die Bedürfnisse der Wirtschaft aus dem Blick. Es ist schon bemerkenswert für einen Wirtschaftsminister, dass ihm Unternehmertum, Eigenverantwortung und Wettbewerb eher lästig sind. Denn in Ihrer Rede war davon überhaupt kein Wort zu hören. Wirtschaftspolitik und Klimapolitik zusammenbringen. Für Robert Habeck ist das in seinem neu geschaffenen Ministerium eine Kernaufgabe der nächsten 4 Jahre. Die EU-Außen- und Verteidigungsminister haben in Brest über das weitere Vorgehen im Ukraine-Konflikt beraten. Seit Anfang der Woche hatte es mehrere Gesprächsformate mit Moskau gegeben, an denen unter anderem die USA und die NATO-Staaten beteiligt waren. Es gab jedoch bis heute kein greifbares Ergebnis. Die EU will zunächst weiter auf einen Dialog mit Russland setzen. Brest, Hafenstadt und Militärstützpunkt in der Bretagne, Treffpunkt der europäischen Außen- und Verteidigungsminister. Thema auch hier der Ukraine-Konflikt und die Verhandlungen mit Russland. Die EU will das Feld nicht allein der NATO überlassen, doch die Frage steht im Raum, was kann ein weiteres Treffen dazu bringen? Auch wenn es derzeit keine wirklichen Bewegung gegeben hat, ist es wichtig, dass man endlich wieder an den Dialogtisch zurückkehrt. Geschlossenheit, eine gemeinsame Linie gegenüber Moskau, das betonen sie hier unisono als unabdingbar für die Gespräche. Doch die Akzente werden unterschiedlich gesetzt zwischen West- und Osteuropäern. Letztere zeigen sich deutlich skeptischer gegenüber Moskau. Es ist nicht wir, der Westen, der aggressive Part. Das ist eindeutig Russland. Noch liegen die Positionen weit auseinander. Für die Europäer bleibt die Souveränität der Ukraine und der russische Truppenabzug an der ukrainischen Grenze die zentrale Forderung. Verhandlungen über Rüstungskontrolle könnten aber den Weg zu einem neuen Verhältnis zu Russland weisen, denn mit der Faust werden wir keine Ruhe bekommen. Wir werden nur Ruhe bekommen, wenn wir Argumente haben und die russische Seite überzeugen, dass sie an diesem Prozess sich beteiligen müssen. Darüber sollen in den kommenden Wochen und Monaten weitere Gespräche geführt werden, auch wenn bislang nichts Greifbares erreicht werden konnte. Es wird ein mühsamer Prozess werden, aber immerhin, es wird wieder geredet mit Moskau, heißt es übereinstimmend. Und die Strategie lautet Dialog und Härte. Der britische Prinz Andrew, Sohn von Königin Elisabeth II., verliert alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften. Das teilte der Buckingham-Palast am Abend in London mit. Andrew war mit dem Versuch gescheitert, eine Missbrauchsklage gegen ihn in den USA abzuweisen. Ihm wird sexueller Missbrauch im Zusammenhang mit der Affäre um den verurteilten amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorgeworfen.
Forschende des Alfred-Wegener-Instituts haben eine bedeutende Entdeckung in der Antarktis gemacht. Ihnen gelang es, im Weddell-Meer das größte bisher bekannte Fischbrutgebiet der Welt aufzuspüren. Auf einer Fläche fast so groß wie die Insel Malta sollen sich demnach etwa 60 Millionen Nester von Eisfischen befinden. Ihr Fund bestärkt die Wissenschaftler darin, ein Meeresschutzgebiet für die betroffene Region zu fordern. Es ist eine historische Entdeckung des Alfred-Wegener-Instituts. In etwa 500 Metern Tiefe ist der antarktische Meeresboden übersät mit Fischnestern von Eisfischen. Diese haben eine Art biologisches Frostschutzmittel und überleben auch bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Ich bin erstmal vom Stuhl gefallen vor Lachen, weil Fische zu sehen, die wie Hühner auf Eiern sitzen und brüten und dann nicht nur in einem kleinen Raum, sondern in einem gigantischen Raum, da geht einem das Herz auf. Die Entdeckung, ein Zufallsfund. Eigentlich wollten die Forscher herausfinden, wie sich CO2 am Meeresboden ablagert. Meeresbiologe Orton Purser sah die Bilder als erster auf dem Schiff und war sofort fasziniert. So etwas habe ich in 15 Jahren als Meeresbiologe noch nie gesehen. Diese Fische beherrschen dieses ganze Gebiet, ihre Nester sind überall. In diesem Ausmaß wirklich unglaublich. Seit Jahrzehnten gehen die Wissenschaftler mit dem Forschungsschiff Polarstern in der Antarktis auf Expedition. Das Fischbrutgebiet entdeckten sie im südlichen Weddellmeer. Seit Jahren gibt es Diskussionen, dieses Gebiet unter Naturschutz zu stellen. Es ist so hilfreich, diese Bilder zu haben und teilen zu können, um immer wieder zu ermahnen, wir können als Menschen nicht überall reingehen, etwas nehmen wollen und nicht darauf aufpassen, dass diese fantastischen Meeresschätze, das Leben, geschützt bleiben. Die Meeresbiologen sind sicher, solch ein großes Brutgebiet hat eine immense Bedeutung für das Ökosystem.